Hallo Leute, mein Name ist Sozialinsock und damit herzlich willkommen zu diesmaligen Video von Dark Socialas Mystery Monat. Heute Morgen um genau 12.05 Uhr, wo ich das auch gerade aufnehme, währenddessen kam die Premiere zum Trailer-Reaktion und ja, wie angekündigt, kommt heute um 20 Uhr, also jetzt, das Video dazu. Und es sieht alles danach aus, dass es der lächerliche Abschussmodus von Season 6 wieder ist. Und das ist irre schade. Der Sturmmodus mit dem Sturmboss war so legendär. Und dieses Jahr gibt's mal wieder dummes Abschießen von irgendwelchen Gegnern. Legen wir los. Außerdem wurde der Marvel-Modus entfernt, was irre schade ist. Der war nämlich echt super. Wow, lange Suchzeiten braucht das Spiel auch noch. Ich habe extra den Wolfskin aus Season 6 angelegt. Season 6 habe ich ja komplett. Und hoffe, dass mit dem alles klappt. Und irgendwie kommt mir vor, als würde der Ton fehlen im Game. Ah, jetzt ist er da. War wohl ein Bug in der Lobby. Ich mach den Ninja. Da haben einige diese echt coolen Abschlagteile. Die sind Battle-Pass und ich habe ihn mir immer noch nicht gekauft, da. Nun ja. Ich nicht mehr so gern Fortnite spiele. Und wir haben einen neuen Ballon. Ja, hier wurde an der Map einiges getan während meiner Abwesenheit. Die Entity wurde wohl wieder verändert im Halloween-Event. Ja, dann fliegen wir gleich mal dahin. Ich bin extra in Solo gegangen, damit wir auch die Effekte sehen. Normalerweise spiele ich Gruppenkeller. Aber in Gruppenkeller wird sowas bestimmt nicht aktiviert. Wird vermutlich gleich sterben, aber hey, was soll's. Das ist halt so gewesen. Also wirklich zu sagen, Fortnite ist nicht mehr so ein Spiel, was mich so stark anspricht. Hin und wieder mal okay, aber richtig spielen, nichts für mich. Bin eben nicht der Typ von Ballerspielen. Der Maker-Effekt hat dieses Spiel nur interessant für mich gemacht. Wow. Gleich mal in irgendjemand gefallen mit Armbrust. What the hell? Rache. Bitte was? Schließe dich mal das Schattenweh an und der Jagd zu Überlebenden. Was? Wir sind jetzt ein Schatten? Ich dachte, das wäre nur so ein Abknallmodus. Nee, wenn man stirbt, darf man weiterspielen. Wie cool ist das denn? Schatten deiner selbst. Wenn man stirbt, darf man weiterspielen als Schattenfigur. Wie cool ist das denn? So eine Art Killergeist wie in Overwatch. Läuft ja auch mal wieder. Das ist aber nicht unverwundbar. Okay, ich habe jemanden gekillt. Anscheinend ist das wohl ein Vermehren. Je mehr Fallen, desto mehr soll man vermehren. Man darf nur keine Waffen mehr verwenden. Okay, wir haben auch ein Naruto Dance. So ein. Wir können durch Wände gehen, alles klar. Verbrauchen? Wir können etwas essen, wie es aussieht. Wir können die Waffen der Gegner essen. Um uns zu heilen. Das ist natürlich auch cool. Ja, richtig cool. Und der Pumpkin Rocket Launcher ist wieder da. Wir können Waffen essen, um zu heilen. Wie cool ist denn dieser Modus? Normalerweise sterbe ich ganz schnell, aber das ist irgendwie richtig cool, dass wir jetzt ganz schnell sterben. Damit
können wir nämlich zum Monster werden und alle K.O. hauen. Das ist ja mega. Aber irgendwie fehlt die Musik heute. Oder sie ist zu leise. Überall nur noch Schatten. Kein Schatten ins Wasser? Mit R haben wir noch eine Sonderfähigkeit. Irgendwie in so einem Blick. Okay, wir können mit den Schatten ins Wasser. Dann suchen wir mal weitere Opfer, die sich bestimmt irgendwo anders verstecken. Aber hey, das ist mega cool. Ich dachte, das wäre so ein dummer Zombie-Knall-Modus wie im ersten Jahr von Fortnite Halloween. Aber nee, es ist dieses Mal tatsächlich ein Backcomer. Wie cool ist das denn? Und die Maps sind wieder Halloween-designed. Dann suchen wir mal weitere Spieler. Wo seid ihr, Spieler? Wo seid ihr? Dieser Geist zu sein ist irgendwie cool. So eine tote Seele. Also das spricht mich an. Ist eine coole Idee, aber trotzdem hätte ich mir gerne den Sturm zurückgewünscht. Oh, yes. Ah, schade, aber wenn... Man hat ein zweites Leben, aber wenn man es vermasselt, ist man raus. Alles klar. Das heißt, man hat nur ein zweites Leben als einmal. Und diese Armbrüste sind ganz schön stark gegen. Man kann jetzt Süßigkeiten sammeln? Alles klar. Ich will natürlich gleich nochmal spielen. Das war irre lustig. Also irgendwie cool, dass es jetzt ein zweites Leben gibt. Dass man im Gegnerteam spielen darf. Ich krieg Hammer des Heldens. Ein Battle Pass Belohnung. Ja, und ich weiß, ich krieg noch Tor, wenn ich den Battle Pass kaufe, aber... Vielleicht, wenn ich genügend Belohnung mehr sammle. Ansonsten ist es nichts wert. Komm, schick mich nochmal rein. Das war lustig. Das war echt lustig. Ich war einfach ein Schatten meiner selbst. Was? Was ist denn hier schon wieder los? Was? Oh, op, 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 op. Immer wenn ich Fortnite spiele, passiert irgendwas, was nicht passieren sollte. Was war das denn schon wieder? Und den Ninja Dance. Und los geht's. Dann werde ich mal gucken, dass ich möglichst schnell sterbe. Wieder, damit ich den Geist spielen kann. Am besten fliege ich wieder zu den Ruins. Da kann man am besten sterben. Wow, ist nebelig. Hat jemand Nebelschutzgeist? Für alle, die es übrigens interessiert, die Five Life Challenge startet im November und ja, alles ist noch vorbereitet. Wird schon vorbereitet. Ihr könnt euch bereits Erinnerungen dran setzen. Außerdem gibt es morgen einen besonderen Stream, denn morgen habe ich Geburtstag. Einen voll kann erwischt. Kein Stopp.
weg. Ich habe ausgefüllt. Da hat jemand einen Rocket Launcher, glaube ich. Der Ghost kann lange hat einen Rocket Launcher, aber er kann nicht vieren, zum Glück. Gib mir deine Information. Und deinen Rocket Launcher. Hier ist so eine Armbrust, die gut gegen Geister sind. Was hab ich da weg? Ein Geist! Verflext. Und ich hebe wieder ab, um Schatten zu werden. Der hat den ganzen Sturm so manipuliert, dass ich ein Bösewicht werde. Rache schließt nicht mehr, an und jagt die Überlebenden. Das ist irgendwie cool, dass man jetzt als Schatten weiterjagen darf. Allerdings nur eine gewisse Zeit. Das heißt, man hat ein zweites Leben gewissermaßen eingeführt. Kann man eine Mode machen? Man kann eine Mode machen als Schatten! Partner angreifen geht nicht. Alles klar. Das ist irgendwie cool. Dance, Schatten, dance! Er war den Ninja Dance! Dance, Schatten, dance! Und der Schatten macht den Coffee-Mode. Hui! Schildwürmer mit den Schatten! Boah, sieht das cool aus! Warte, der eine ist... Oh, der ist unsichtbar! Wo kommt die Dance-Mode auf einmal her? Statt richtig zu jagen, machen wir lieber Quatsch. Flamingo! Als Schatten kann man richtig Quatsch machen. Nussknacker! Das ist cool! Vermasselt! Eine Pizza! Komm, ich will schnell eine Pizza! Der hat den Roller ausgefahren! Aber esse ich doch normalerweise nur Eisenhaltiges! In der Zeit machen wir die Dark Social Mystery Monat Spaß! Oh, ist die Party vorbei? Schade! Aber es war cool. Von allem, ich kann alles essen. Ach, wenn ich esse, werde ich auch unsichtbar für eine gewisse Zeit, wie es aussieht. Interessant. Was passiert, wenn ich den Loot Drop da futter? Was will ich jetzt herausfinden? Was passiert, wenn ich den Loot-Dop da futter? Man kann ihn ja vielleicht zerstören, glaube ich. Man kann ihn nicht zerstören. Nur den Ballon. Die Kiste ist zu hart. Schade drum. Es war ein Versuch wert. Was ist denn das da hinten? Auf jeden Fall das Kino.
Aber das vorhin war echt lustig. Mit der Party. Der Modus macht mir Spaß. Wir haben ja eine Salinschüssel, die nicht zerstört werden kann. Und das Kino. Was ist denn mit dem Berg da passiert? Oh la la. Hier ist alles unter Wasser. Okay, ein Schildtrank essen. Heilt mich auch. Interesting. Was es so alles gibt. Aber es ist irre lustig, dass man als Geist unterwegs sein kann. Das ist die neue Adventures-Teil-Map. Gibt's hier irgendwo Spieler? Ich glaube, ich habe da unten was gesehen. Wenn ich stehen bleibe ganz langsam und mich nicht bewege, werde ich unsichtbar. Alles klar, dann sieht man nur die Augen. Ich glaube, da hinten ist wer. Den schnappe ich mir. Bei der Tankstelle. Ja, so viel dazu. Ich hab's total vermasselt. Können Schatten eigentlich diese Leiter nutzen? We find it out. Oder XP-Münzen einsammeln. Ja, XP-Münzen einsammeln können die und sogar Battle Pass leveln. Sie können Seilrutschen benutzen. Wow, die haben echt an alles gedacht. Bei diesen Schatten. Weiß nicht, was für irre Experimente dieser Mietes gemacht hat. Erinnert mich ein bisschen an diesen komischen Clown aus One Piece. Diesen Maitias oder so ähnlich aus diesem Eisberginsel. Lief kürzlich auf Pussy Max, habe ich mir mal eingesehen. Oh oh. Da kamen Schüsse, die ersten. Von wo aber? Verflixt. Da waren zwei. Schade drum. Aber ich habe ihn schön geschadet. Er wusste genau, ich würde auf ihn losgehen. Also ist es am schlauesten, bei den Geistern in der Gruppe zu bleiben. Oh, denn mein Kollege war. Und tschüss. Danke. Oh Mann, ich häng noch eine Runde dran. Das macht so einen Spaß als Geist. Man hat ja nicht mehr so viele Fähigkeiten, aber dafür darf man so einen Nahkampf antreten. Eine Runde gibt's noch. Eine geht noch rein. Und für alle, die sich fragen, was morgen gespielt wird, ich werde es auch über den Tag ankündigen. Es gibt eine Kombination aus... Eigentlich wollte ich jetzt zwei separate Streams machen, aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, die beiden zusammen zu tun. Animal Crossing Party auf meiner Insel in Animal Crossing New Horizons und der Harry Stickman Collection, die durch das Gewinnspiel von End möglich gemacht wurde. Danke nochmal an End an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es heißt, Spaß zu haben. Und Eltern werden sofort rausgeschmissen an diesem Tag. Was hat der denn da für eine Mode? Ja, leider habe ich diesen einen Mode nicht.
Aber schon cool, dass ich jetzt einer der wenigen bin, die noch Season 6 Skins haben. Die meisten nutzen inzwischen No Skins oder andere Skins aus der momentanen Staffel Kapitel 2. Allerdings die wenigsten nutzen noch Skins aus Season 2, 3, 4, 5 und 6. Das sogar 7 ist inzwischen sehr selten. Charlie wird noch öfters benutzt aus Season 8 und ab da. Ab 8 werden die meisten Skins noch genutzt, aber Skins ab von Season 2 bis Season 6 sind inzwischen sehr selten. Season 7 beginnt gerade sehr seltener zu werden. Früher wurde Lux noch sehr oft genutzt in Kapitel 2. Und es geht los. Ihr versteht schon, worauf ich raus möchte. Ich muss auch den Bus loben. Der sieht richtig cool aus, aber ich hatte ein bisschen Angst wegen den Kerzen da vorne. In dem Bus ist immerhin Benzin. Und wenn das sich erzündet, dann haben wir ein Feuerwerk. Frühzeitig. Übrigens, ursprünglich war für heute tatsächlich das Spiel Custom Plast 1 geplant. Das war ein ursprüngliches Spiel am... Ist das das Haus von Black Panther? Was macht Black Panther hier? Hier ist eine gigantische Münze in seinem Schwanz. Was irgendwie sehr falsch klingt, wenn man daran denkt, dass Black Panther eigentlich ein Mensch ist. Besuche Panda. Pfirsich? Wie zweideutig war das denn? Ach du Schande, bro. Verschone mich mit deinem... Ach, ihr wisst schon was. Das heißt, es überleben, so lange wie möglich, und dann als Schatten abgehen. Man muss dazu sagen, dass dieser Panda in der Luft ist. Kann man den Panda zerstören? Kann man den Panda zerstören? Das interessiert mich. Nope. Man kann nur seine Wut rauslassen, indem man wie ein Wilder draufschlägt. Da oben ist die Disco. Disco. Wo wollen wir mal hin? Ja, natürlich kassiere ich jetzt ein bisschen Schaden, leider. Oh nein, da ist ein Gegner. Ein Charlie! Okay, den Charlie haben wir. Das ist jetzt natürlich doof gewesen, dass da ein Charlie ist. Damit haben wir einen Geist hier erschaffen. Der wird sich bestimmt rächen. An uns. Ist ja auch nicht schwer zu erkennen. Als einziger Werwolf in der gesamten Runde. Mehr Munition, hier ist eine goldene Chest. Und ich habe ein Level up. Sehr gut. Hier ist noch ein Itemteil. Wir können Munition sehr gut gebrauchen. Beim letzten Mal hatte ich zu wenig. Suchen wir also die Hütten. Ich würde ja gerne auf die Partyhütte. Manchmal geht das nicht. Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass ein Geist aus dem Nix auftaucht. In Einzelspieler ist es empfehlenswert, Minikits mitzunehmen, glaube ich. Toilette. Ich muss eben auf Geister aufpassen. Geister haben eine zweite Chance.
Das haben wir ja zwischen rausgefunden. Somit ist es sehr gefährlich, einen zu begegnen. Aber ich will zur Disco-Hütte. Da war ich lange nicht mehr. Da ist sie schon. Die Disco-Hütte. Jaha. Immer noch im vollen Glanz. Aber wo ist der Party-Room? Oh ja. Sehr gut. Endlich. Ein Schutz. Es hilft ja nichts gegen den Sturm. Aber es hilft gegen Spieler. Hier ist die Partyhütte. Oh, oh, oh. Dance off! So, ein bisschen Party. Die Torte kriege ich morgen. Und hier haben wir wieder einen Trank. Zum Glück. Das stärkt mich wieder. Und je länger ich als normale Person überlebe, desto länger bin ich im Rennen. Okay, ich habe alles hier in der Dance-Hütte abgehackert. Hier ist eine weitere Truhe, hier ist ein Lagerfeuer, hier ist ein Benzinkanister, mit dem wir ein Auto auffüllen können. Aber den brauchen wir nicht. Also lassen wir es lieber. Außerdem ist man leicht erzündlich, wenn man einen hat. Und ja, wir sollten gucken, dass wir so langsam uns überlegen, wie wir weiterkämpfen. Es wird sogar angezeigt, wie viele Lebende und wie viele Geister vorhanden sind. Ist das wahr? Hier ist ein Raft. Was macht ein Raft denn hier? Von allem, wie ist das entstanden? Rafts sind doch schon seit Jahren nicht mehr vorhanden. Aber anscheinend sind sie mit dieser Mission zurückgekehrt. Super! Kann ich sehr gut gebrauchen, dein Raft. Ich nochmal auf die Skihütte. Wir schon woanders hin. Wir gucken so lang wie möglich zu überleben. Am Ende heißt es eh gegen die Geister. Gibt es eigentlich eine begrenzte Anzahl von Geistern oder gibt es da keine Begrenzung? Das würde mich interessieren. Was um? Der Roboter! Der Roboter liegt da! Moment, das muss ich von oben ansehen. Da liegt der Roboter aus Season 9! Was macht der denn hier? Der ist ja komplett hin. Nee, das sind zwei Roboter. Was zum? Hier sind mehr Roboter. Was? Fünf Roboter, was ist denn hier passiert? Okay, das muss mir ja jemand erklären. Ich bin nicht mehr so aktuell auf Fortnite. Was zum Teufel ist hier abgegangen? Hier sind fünf Roboter und kein einziger ist der Bärenroboter. Oh. Den ersten habe ich vernichtet. Zum Glück. Wow, wie habe ich das denn eben geschafft? Aber der zweite lebt noch. Die haben mich gefunden.
Und den zweiten habe ich. Oh, durch die Explosion fliegt man weiter weg. Aber ist gleichzeitig auch ein Vorteil. Man ist safe. Und ich hatte richtig Glück gehabt, dass ich die rechtzeitig bemerkt habe. Sonst hätte ich volle Kanne drauf bekommen. Jetzt muss ich aber zurück in die Zone. Sonst sterbe ich bei der nächsten Runde. Aber eieiei, was ist mit diesem Roboter? 50 verblieben, alles klar. Und hier ist ein Feuer. Ein Raketenteil. Da ich das Minikit eh in der Stelle nicht benutzen kann, nehme ich jetzt das Raketenteil. Zur Sicherheit. Kann ja mal von Nutzen sein. Und hier überall diese Roboter. Ich hoffe, ich kann mich nicht am Blitzen verletzen. Was ist hier passiert? Das frage ich mich wirklich. Was hier passiert? Oh mein Gott. Ich habe mich selbst extrem geschadet, aber ich habe beide gekillt. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Hab mich selbst ja leider geschadet, aber ich habe beide mitgenommen. Und gut, dass ich jetzt da das Minikit hinlege habe, nämlich damit habe ich es wiederbekommen. Aber ich glaube, nochmal so glücklich wird es nicht enden. Ich habe ein paar Geister gut abwehren können, aber es kommen immer mehr. Hä? Jetzt habe ich zwei meiner Schusspolster versehentlich eingesetzt. Da hinten ist ein weiterer Spieler. Den habe ich auch vernichtet. Der hatte einen neuen Rocket Launcher. Und einen Sniper. Aber Snipern kann ich in diesem Modus vergessen. Die Sniper kann ich gerade vergessen. Ich muss aufpassen auf die Geister. Die sind schwer zu sehen im Nebel. Und die können überall sein. Zum Glück bin ich nicht der absolute Noob-Spieler oder so. Ach, war nur ein Fisch. War besser, ich reagiere drauf als gar nicht. Okay, hiermit bin ich wieder in einer sicheren Zone. Zumindest für jetzt. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Das Benzin können ist da sehr gefährlich. Könnte hochgehen, das Ding. Was sind das für Schmetterlinge? Einsammeln? Glühwürmchenglas. Was macht das? Okay, den nächsten Geist erwischt. Und was ist denn hier los? Hier brennt alles. Ich hab's wohl gerade mit dem Glühwürmchenglas angezündet. Ja, toll. Auffälliger geht's wohl gar nicht. Ich hab das ganze Zeug mit dem Glühwürmchenglas gleich gerade versehentlich angezündet, ohne zu wissen. Nice Job.
Materialität freigeschaltet. Alles klar. Wo ist der hin? Ich muss auf jeden Fall zum nächsten Gebiet. Ob ich will oder nicht. Es sind noch 28 Geister und 5 Spieler verblieben. Eben waren es 4, warum auch immer. Da hinten ist ein Abstell. Ein Flugzeug abgestürzt, wie es aussieht. Das werde ich mal erforschen, auch wenn ich vermute, ich es bereuen werde. Ja, ja. Da ist ein Gegner. Hier ist nichts mehr. Der hat schon gelootet. Da oben ist er. Oh my goodness. Schade. Ich war wohl der einzige Lebende eines Schattens. Nicht Schattens vorhin. Der Nachfolger. Warte, ich hab grad einen epischen Sieg bekommen? Nee, sag jetzt nicht, das ist meine allererste Runde, in dem ich einen epischen Sieg geholt habe als Solo-Kämpfer. Ich hatte schon einen Duo-Sieg als erster Platz, aber ein Solo-Kämpfer noch nie. Sag nicht, dass ich der einzige Überlebende war. Ich war die ganze Zeit der einzige Überlebende? Nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Und ich habe das auf Aufnahme. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht gerade echt. Das ist der mächtige Marvel-Schirm. Das war ein epischer Sieg. Mein erster epischer Sieg im Solo. Zum ersten Mal. Nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich glaube 2, 3 sogar schon. Ich glaube 2,5 Jahren. Kriege ich endlich meinen ersten epischen Sieg im Solo-Modus. Du hatte ich bereits, aber Solo noch nie. Wir haben es echt geschafft. Besser gesagt, ich habe es in diesem Fall echt geschafft. Das sind eine Menge Achievements. Wurde während Altom in einen Schatten verwandelt. Selben und zwei unterschiedliche Spezialisten, Waffengesperrte. Ein Solo-Match während der Season 4 gewonnen. Das ist eine Premiere. Mein erster Solo-Sieg. Oha. Epischer Sieg in Fortnite-Alträume erlangt. Das ist ein Doppel-Achievement. Ich liebe diesen neuen Modus. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, Herr Snauder. Und bye.